Jungs und Gents, willkommen beim TFG News zum nächsten Renner, den wir haben. Das ist der Envoy 13. Den seht ihr jetzt auch mal in gepimpter Version. Was bei uns kauft, der bekommt auch ein Patch. Aber ihr könnt natürlich auch überall Beats dran machen. Ihr könnt euch auch, wie hier jetzt bei dem Modell, zusätzlich nochmal ein Schulterpad dazu kaufen. Einer ist original sowieso immer dabei. Und dann das ist eine tolle Qualität hier von Vanquest. Dann haben wir die Möglichkeit, hier vorne zwei Taschen zu öffnen. Hier könnt ihr irgendwelche Dokumente reinstecken, ist flach. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier zu öffnen. Ihr seht, es ist geschlossen. Also da kann nichts verstehen und was aufreißen. Und dann habt ihr hier wieder Taschen zur Verfügung, wo ihr wieder was reinstecken könnt. Ja, da haben wir Stopfer drin von der Pfeife. Dann haben wir hier die Möglichkeit, natürlich wieder andere EDC-Bags reinzupacken, Laptop, was, whatever. Wir haben hier die Möglichkeit, wieder zu verschließen und haben hier noch ein großes Fach. Was haben wir denn da drin? Große Schlüssel, ja. Oder hier zum Beispiel eine schöne Ledertasche. Das wäre vielleicht mal was für unser Sortiment, High Quality. Was ich noch zeigen will, was bei den Envoys toll ist, man hat einfach sehr viele Taschen. Man muss die Tasche nicht öffnen, man kann auch von oben reinlangen, um eventuell einen Laptop rauszuziehen. Wir haben wie gewohnt bei VanQuest hinten auf der Rückenseite oder auf der Seite, wenn man sie seitlich trägt, immer noch Taschen. Das finde ich auch sehr gut bei VanQuest. Und generell bei den Taschen hier, wenn man jetzt nicht, wenn ihr seht, ihr könnt jetzt hier öffnen, haben wir hier auch noch mal eine Möglichkeit in der Fronttasche. Was haben wir denn hier drin? Da haben wir auch noch ein paar Messer und Werkzeuge drin. Messer verpackt im Envoy. So, es gibt sehr viele mannigfaltige Möglichkeiten hier bei VanQuest. Das Modell 13er ist etwas kleiner wie das 17er. Sehr stark gekauft momentan, gerade in der Farbe Grau ist momentan scheinbar die In-Farbe. Multicam Black und Grau sind momentan die Sachen, die am meisten gehen. Wie auch immer, vielleicht kommt Coyote und Schwarz wieder dazu, aber momentan ist das der Renner. So, was denn?